Ist auf jeden Fall eine Komödie, ne? Also. Ich hatte mal bei Ensembleversammlung vorgeschlagen, dass man was zum Eurovision Song Contest machen könnte. Genau, dann habe ich unabhängig davon irgendwie einen traurigen alten Ralf Siegel im Interview gesehen, der mich stark an Faust erinnert hat. Und dann dachte ich, das kann man doch kombinieren miteinander. Punk mit ESC zu mischen, das sind Musikstile, die weit voneinander entfernt sind. Und das kann musikalisch ganz interessant sein, wenn man dann auf einmal einen Punk-Song im ESC-Style spielt oder umgekehrt. Es gibt Rolf Kugel, den Produzenten, der nicht mehr so die kreativen Ideen hat. Iggy Pop als Godfather auf Punk und so eine Mephistopheles-gleiche Figur bei uns. Was im Faust eventuell das Gretchen ist, ist bei uns dann die Debbie Harry. Das ist die Sängerin von Blondie. Zum Faust gibt es einen Chor der Engel. Bei uns gibt es aber, die sich mal auf die eine, auf die Punk-Seite, mal auf die Schlager-Seite schlagen können. Und auch Abba-Songs werden vorkommen. Es wird aber auch so Punk der 70er Jahre aus New York, da reden wir von Ramones und Blondie und Iggy Pop, und aber auch aus England, da reden wir von den Sex Pistols mit und von den Clash. Wir haben letztes Jahr einen Überschreibungsworkshop gemacht mit Roland Schimmelpfennig und Ulrich Hub. Da haben wir so antike Sachen überschrieben und das war so eine Woche. Da fand Christoph, dass mein Stil oder so, dass das, was ich geschrieben habe, dass das vielleicht passen könnte zu der Produktion jetzt speziell. Und dann hat er mich gefragt.